So, moin moin Leute und ein geiles Willkommen zu der dritten Folge von Digimon Masters Online auf dem Server Beltemon wieder hier am Start. So, und im letzten Part haben wir ja angefangen richtig hier aktiv zu leveln, sind auch jetzt schon Level... LOL! Nein, wir sind Level 22 momentan. Und noch drei Level, dann können wir auch schon ins nächste Gebiet gehen und da ein bisschen actionreich zu leveln. Und wie ihr seht, Ultra Level ist incoming, wir sind fast soweit. Und darauf freue ich mich am liebsten. Wir kommen jetzt gleich Thema Level ab. Immer schön ab Money einsammeln hier. Zack. Was haben wir denn hier für ein Attribut? MS, das ist Speed. Ja, das könnten wir gut gebrauchen für unsere Schuhe. Das behalte ich mal. weil kann man immer gut gebrauchen. Ein bisschen Speed, ne? Und, jo. Zack, nächste. Ja, das Doofe ist halt unsere... Unsere DS geht schnell leer. More Vitamin A. Aber kann man auch mal direkt mal hier freten. Ich benutze die jetzt auch bis zum Ende. Weil zum Wegschmeißen sind die echt zu schade. Die kann man noch ein bisschen benutzen. Zack, mitnehmen. Mitnehmen. So, was ich mich halt, was ich gerne als Demon als erstes hätte, so für den Anfang, ich weiß nicht, ob was ich nehmen würde. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe noch nichts im Auge. Aber vielleicht so erstmal so ein kleines Lau-Digimon am Anfang, was weiß ich. So Gotsumon wieder oder Drimogemon wieder am Anfang. Ich würde auch richtig feiern, irgendwie mit Patamon anzufangen oder mit Salamon. Aber natürlich dann halt auch dementsprechend auf 5-5. Weil ich wollte jetzt ungern hier 4-5er haben, weil ich weiß nicht. Ich will unbedingt 5-5er haben, kein Plan. Natürlich gebe ich mich auch zufrieden, wenn ich einen Agumon oder einen Gabumon oder eins der Jorges bekomme, Dracomon oder whatever. Ja, für Alphamon wäre es halt schon am besten direkt schon, ja, eins von Alphamon zu bekommen. Aber da will ich jetzt noch keine großen Töne spucken. Denn mal gucken, wie sich es ergibt. Und ja, ich bin gespannt, was so kommt hier. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal eine Zeit lang, denke ich mal, hier bleiben. Jetzt den Account ein bisschen hochpushen. Und ja, ich freue mich. Leveln die hier? Könnten die mich ja ruhig mal einladen, oder? Der hat mich doch gerade hier angeschrieben, oder? So, zack. So, Level 23, richtig geil. Also noch zwei Level, meine lieben Freunde, und da sind wir auch schon dabei. Beim Ultra-Level! Richtig nice. So. F2. Das Gute ist, wir one-hitten jetzt schön. Welchen Level ist er denn? Level 11. Ja gut, mit Level 11 kann man auch schon liegen. Da sollte man aber genug Schicken-Kombo dabei haben. Und am besten noch geklont, wäre auch cool. So. Würde ich am liebsten jetzt schon das Speed-Attribut gucken, wie viel das ist, weil das wäre schon nice. Dann wären wir noch ein bisschen schneller. Weil 1% sind 1% oder 2% wäre natürlich noch besser. Aber bei meinem Glück kriege ich eh nur 1%. Aber haben wir nicht vielleicht hier so einen Store? Nee, der ist, glaube ich, den gibt's sogar, glaube ich, in der Digimon-Farm gleich. Wenn wir da hingehen. Dann gucken wir da, glaube ich, gleich mal nach. Da gibt's, glaube ich, sogar auch Attribute. Dann kann man da ruhig mal schauen. So, dann fülle ich einmal die DS auf. Dann gibt's hier nochmal einen reingewürgt. Batz. Und Skill können wir schon mal nochmal ein bisschen machen. Und ein Bread kann ich eigentlich essen. Jetzt sei denn, ne, wir kommen noch nicht Level Up, das dauert noch. Das dauert noch ein bisschen. So, ein Brot. Und das nächste. Und DS brauchen wir. Wir brauchen DS. Oh, aber die bringen so wenig, ey. Das ist echt wenig, ey.
Ja gut, 2%, also 5% fast wanted die Leader. Damit kann man arbeiten. Oh, da haben wir wieder eins. Oh, 1 bis 2. Ja, das nehmen wir mal einfach mal mit, um zu gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Und vielleicht haben wir Glück. Ja, das Gute ist, die One hinten war, also das ist kein Thema. Das geht eigentlich relativ fix. Aber später geht es eh noch schneller, weil wir ja wieder ein bisschen an Dings haben. An Chicken Combo. So 5% kriegen wir noch so circa pro Mob. Okay, wer ist das hier? Die ersten Leute sind schon dabei. Boah, krass, ey, wie viele Leute hier schon dabei sind. Richtig nice, ey. Ey, Leute, ihr seid der Wahnsinn. Ihr seid der echt der Wahnsinn. Direkt, machen direkt alle mit hier. Richtig geil. Das ist so unfassbar nice, wie viele jetzt einfach jetzt hier auf Bildzimmer kommen. Geil, geil, geil. So, Level 24. Ja, so muss das. So, noch ein Level. Party, nächster hat mich gefragt. Gib mal Lied, bitte. Okay, bitte habe ich jetzt nicht geschrieben. So, Thema Level 12. So, da ist der nächste. Die ganzen Leute hier, ey, richtig nice, ey. Find's mega geil, wie ihr jetzt alle kommt. Richtig nice. So, direkt mal hier weitermachen. Wir wollen 25 kommen. So, dann haben wir hier wieder einen Arcane Double Core. Einen gelben. Was haben wir hier drin? Max HP und Defense, ne. Nee. Da gibt's bessere. So, nächste. Oh, wieder was? Wieder dasselbe, oder? Ja, 1 bis 2, korrekt. Korrekte Sache. Dann nehme ich mal wieder hier eine Schokolade. F1. Rabaut. So, ich will jetzt unbedingt Level 25 kommen. Ich will Lilamon haben. War doch Lilamon, glaube ich, ne? Lilamon. Ich guck nochmal, ne? Ja, Lilamon und dann kommt Rosemon. Und dann kommt Rosemon Burst Modus. Und der sieht so geil aus, ey. Ich finde den Burst Modus so unfucking awesome geil, ne? Bam, 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 bam. Bautz. So richtig einen reinhauen hier. So, nächster Butz. So wollen wir das sehen. Next. Jetzt haben wir hier noch Dingens hier, die können wir mal einsetzen. Die HP-Disks. Die auch jetzt nicht so der Burner sind für den Anfang. Ja. Jeder hat die bekommen. Weil es war irgendwie, wie ich gelesen habe, irgendwie ein Facebook-Event oder so war. Und wenn der Beitrag irgendwie 2000 Likes bekommen hat, dann hat man irgendwie ein Santa-Kostüm. Hat jeder ein Santa-Kostüm für eine Woche bekommen. Habe ich ja jetzt auch an, wie ihr seht. Und das ist auch schon relativ gut. Weil Santa-Kostüm, was will man mehr umsonst? Oh, schon wieder die nächste. Weißt du, zu, ich fand, der Server sich jetzt immer resettet. 16 Uhr. Früher war es 17 Uhr, jetzt ist es 16 Uhr. Also wirklich richtig geil, ey. Wie viele Leute sich hier schon melden, ey. Nice, ey. Nice, nicey. So, noch 15%. Und dann haben wir es auch fast geschafft. Woher kommt was? OMG, was? Woher kommt?
Alle Fragen, ey. Haben alle bekommen. Haben alle bekommen. Wegen Facebook. Facebook-Event. So. So. Ah, jetzt war das Attribut weg. Scheiße. So. Dann nehmen wir nochmal hier eine HP-Disk. Yokohama Village. So, nächster hier, bam. Wieder ein Attribut. Ja, dann haben wir erstmal, würde ich sagen. So, 10% noch. Und die brauchen wir auf keinen Fall. Dann geht es jetzt gleich auch ab. Ultra-Level. Na gut, F2 geht noch nicht. Ja, später. Kriege ich eigentlich schon XP von ihm, weil er... Ja, wir sind 11 Level Unterschied. Da gibt es, glaube ich, gar keine XP. Oh. Aber wir bekommen eh Level ab. Zack. Und da sind wir auch jetzt im Ultra-Level angekommen. Richtig nice. Und das heißt, wir verziehen uns jetzt auf die nächste Map. Nämlich nach Wind Valley. Da wollte ich jetzt gerne hin. So, wir sind auch Thema Level 12 jetzt schon seit neuestem. Das heißt, wir können jetzt schon in eure Refinerie gehen. Das ist nämlich gut, wenn wir jetzt gleich 31 sind, können wir nämlich direkt schon dorthin gehen. Und dort volle Kanone durchstarten. Ach, was gehe ich denn da Wind Valley? Bin ich doof? Da will ich doch gar nicht hin. Zur Digimon Farm, was für Wind Valley. Egal, habe ich jetzt schon freigeschaltet, ist gut. Habe ich das schon freigeschaltet? Da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte nämlich hier unten, nee, zur Digimon Farm. Wir sind ja eh voll schnell, also lohnt sich das auch. Und sie kann sogar fliegen. So, was haben wir hier? 487, was bekommen wir denn als zweiten Skill? Lila Schauer. Lila Schauer. So, jetzt heißt es bis 41 Leute volle Pulle geben. Ja, jetzt sind wir auch in bei der Digimon Farm angekommen. Ich guck mal jetzt immer, ob wir da unsere Attribute auch aktivieren können. Glaube nämlich nicht. Oder du? Nee. Du? Nö. Aber ich weiß, hier kann man welche kaufen. Hier. Okay, bei dir vielleicht? Nein. Pizza CC, wie teuer? Ja, klar, habe ich das Geld. So. Jetzt gehe ich mal wieder zur VA. Gatomo müsste doch VA sein, oder? Ja. Yeah. Ich kann auch zu Dingens gehen hier. Aber wir gehen hier hin. Aber wie ihr seht, hier kann man locker easy leveln. Da gibt es auch gut XP. Wie viel haben wir jetzt gekriegt? Geht doch nicht so viel, ne? Vielleicht sollte ich doch mal im nächsten Part einen Tausender schon mal einsetzen. Und ich gucke jetzt mal genau hin, wie viel wir bekommen. Lalala. Oh, geht ja. Wenn wir die Lieder kaputt machen, geht das ja noch. Von den XP her ist das gut. Und der Dings nimmt auch nicht so viel DS weg. Nur 29, das heißt, wir können die Teile spammen ohne Ende. Oh ne, die wollte ich jetzt nicht einsammeln. Ja, okay, sind die passenden sogar. Oh, oh. Boah, fast gestorben. Aber nur fast. So. Ja, ich greife jetzt nur mal erstmal die Leader an, damit wir schnell Level abkommen. Ich meine, ich könnte jetzt auch gleich einen Booster einsetzen, werde ich wahrscheinlich gleich auch tun. Mal gucken. Und ja. Zack, zack, zack. Blöde ist halt, wir müssen jetzt oft Chocolate einsetzen, weil die uns halt noch so einen permanenten fetten Damage reinhauen. Deswegen kann man ruhig jetzt schön die Skills ausspammen und so. Aber beim nächsten Gatomon, das wird uns nämlich, denke ich mal, rasieren. Aber egal, solange die Leader uns hier angreifen, alles easy peasy. Oha. Okay, das haben wir auch. Dann können wir jetzt mal einen Brad einsetzen. So ein und... Ne, kein richtiges Digi-Egg war das. Kein Thema. So. Da haben wir die Lieder doch wieder.
Und zack. Wir haben noch nicht mal Ring oder sowas und ich finde, trotzdem geht es momentan recht fix. So, da haben wir dann den nächsten Leader, den holen wir uns noch. So, zack. Und nochmal. Zack. Next. Ich mache das Level Up noch für euch. Da haben wir noch einen verlängerten Part hier. Und dann haben wir auch schon wieder richtig viel geschafft in dem Sinne, ne? Wenn man jetzt so möchte. Und jetzt dann gleich auch schon Level 26 und Thema Level kommen wir auch gleich ab. Und der nimmt mir deinen Leader weg, den ich eigentlich haben wollte. Oh, können wir nochmal hier eine Disc einsetzen. So, den nächsten direkt. So, Chocolate. Gatomon würde ich nämlich auch unnormal gerne haben wollen. Auch einer so meiner Favorites, ja, die ich am Anfang hatte, weil das ist einfach, keine Ahnung, die Engels-Digimon, die sind eh pervers geil. Und, yo. So, jetzt gut auf die Dings achten hier. Ja, bloß nichts schief geht. So, einsammeln, das ist Inventory voll, das ist wahrscheinlich eh nur eine Dings, die eh keiner braucht. Ihr wisst, was ich meine. Brauchen wir auch nicht. So, die haben wir jetzt auch besiegt. Das Gatomon. Zack, sind auch Level abgekommen. Dann kann ich jetzt auch eben schnell noch das Thema Level abmachen, wenn ich das Gatomon hier besieg. Also ihr seht es schon, auch wenn man nicht so viel hat und die Sachen wirklich vom Event nutzt, man, ihr seht es, wie schnell man einfach nur in so einer kurzen Zeit so schnell abkommt. Und, ja, ich verziehe mich erstmal hier. Ich bleibe hier erstmal ein bisschen stehen, mache jetzt eine kleine Pause. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Digimon Masters Online. Ciao.